und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein Adventskalender-Unboxing wieder für euch. Und zwar von einem meiner liebsten Adventskalender aus dem letzten Jahr, beziehungsweise den letzten Jahren, weil ich einfach das Preis-Leistungs-Verhältnis großartig finde, weil es eine tolle Auswahl bietet und vor allem auch, weil es super erschwinglich ist und wenn man wirklich nicht viel Geld hat, aber da ein bisschen drauf spart, das total ja, gut zu erreichen ist, sich diesen Adventskalender leisten zu können. Und zwar spreche ich vom Max & More Adventskalender. Das ist der Beauty Adventskalender. Ich habe auch den Spa Adventskalender hier. Auch dazu wird es ein Unboxing geben. Schaut also sehr gerne auf meinem Kanal vorbei. Falls dieses Video schon länger online ist, dann findet ihr auch den zweiten Kalender. Ansonsten würde ich mich auch riesig freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, um keine weiteren Videos dieser Art zu verpassen. Wir schauen heute rein, was sich hier verbirgt. Also Leute, dieses Design, ich finde es so... Es ist so schön und wartet mal. Was ist das bitte? Das ist einfach so hübsch. Und hier auf der Seite steht einfach noch ein Märchen drauf. Once upon a time in a kingdom far away, a beauty story is told and the golden gates are being unfolded. Behind every door you will find a magic beauty surprise, like a product for gorgeous and starry eyes. Uncover a velvety mask for your beautiful face that provides your skin with the perfect hydration base. Enchanting rosy cheeks with your super soft blush gives you a beautiful appearance for your chivalrous crush. Our beauty story continues with dazzling nail strips and a soft shade of lip gloss for your lips. With all these beauty products, you will have it all to make it to your fairy tale ball. Looking into the mirror's reflection, it gives you all the perfect satisfaction. As it happens, fairy tales really do come true with this deluxe beauty advent calendar, especially for you. Das ist ja wohl mal der absolute Hammer. Es ist einfach wie so eine Art Märchenkalender aufgewacht. Ich kann nicht mehr. Wenn jetzt die Produkte auch noch stimmen, dann bin ich auf jeden Fall hellauf begeistert. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit diesem Unboxing hier. Ich hoffe natürlich auch wie immer als erstes, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Los geht's. Wir machen mit Türchen Nummer 1 auf jeden Fall natürlich den Start. Und ich sehe schon, es gibt ein exklusives Produkt auch für den Adventskalender. Das gibt es nämlich so von Max & More nicht. Ich kenne mich in dem Sortiment ziemlich gut aus. Das ist hier der Swirl Lip Gloss, der aussieht wie eine Zuckerstange mit Weiß und Rot. Und wir haben auch wieder ein Adventskalender-Design nur für diesen Adventskalender. Diese Türchen, sie sind auch einfach so, so schön. Auf dem zweiten Türchen ist ein Mond drauf abgebildet. Und man konnte natürlich dieser Märchenstory, wenn man da gefolgt ist, schon so ein paar Produkte erahnen, die wir jetzt hier drin finden werden. Wir haben aber als erstes jetzt nochmal hier einen Lidschatten, von dem wurde, glaube ich, nicht gesprochen. Das ist die Farbe 203 Let's Party und es ist so ein, ja, einfach so ein Kupferton. Bis jetzt auf jeden Fall noch nichts Besonderes. Aber auch dieses Design gefällt mir sehr gut von den Produkten. Und beim letzten Mal war es immer so, wenn ich mich richtig erinnern kann, dass man ein Fullface schminken konnte am Ende eigentlich. Abgesehen von der Base, die ja bei jedem unterschiedlich ist, was sehr gut ist. Und es geht weiter mit Nummer 3 und die ist richtig groß und ist eine Krone drauf abgebildet. Auch die waren die letzten Jahre immer enthalten und zwar die Plotting Paper, auch hier wieder im Design von diesem Jahr, also es ist nicht wiederverwendet einfach. Das finde ich schon schön, dass es was Neues ist vom Design her. Und ich habe tatsächlich auch jemanden, der das sehr, sehr gerne benutzt. Da habe ich auch die letzten Male meine Plotting Paper alle hingegeben. Meine Freundin hat nämlich eine ölige Haut und da ist das nämlich perfekt. In der Nummer 4 verbergen sich Nagelsticker. Die sind ja auch schon angesprochen worden in dieser Märchengeschichte. Und die von den letzten Jahren fand ich ganz nett. Das war so mit so Marble-mäßig mit dem Blau. Ich muss sagen, diese hier finde ich schon ziemlich cool. Das sind halt normale Nagelsticker, also sowas, was ich gerade trage. Nur ich habe das halt als Vorvariante und das ist quasi die normale Variante. Das Problem hierbei ist halt, dass, ja, es gibt halt nur das und entweder passt es halt oder nicht. Das ist natürlich so ein bisschen schwierig, weil nicht jeder halt dieselbe Nagelgröße hat, aber
Mir gefällt das Design schon ziemlich, ziemlich gut. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren, ob es für mich passt. Kommen wir jetzt zu Nummer 5. Es ist eine Nagelfeile enthalten und das ist einfach so eine Standard-Nagelfeile. Nichts Besonderes, außer dass sie halt in der Farbe des Adventskalenders ist. Und ja, ich meine, für das hier braucht man eigentlich auch eine Nagelfeile, damit man das eben auch abfeilen kann. Und es ist natürlich praktisch, aber ich bin kein Fan von Nagelfeilen. Außer im Essens-Adventskalender, da war dann auch eine drin, aber da konnte ich nicht böse sein, weil die so super süß und besonders war von der Form, von der Farbe, mit Glitzer. Wir sind angekommen bei Nikolaus und ich weiß, ich kann mich auf Max & More verlassen. Ich weiß es einfach. Ich weiß, wir werden hier auf jeden Fall noch Make-up drin finden. Und Nikolaus muss ja für mich schon immer ein besonderes Türchen sein. Oh, ja, und da wurde von auch gesprochen. Wir haben eine Lippenmaske hier und ich glaube, die ist mit Absicht jetzt nicht in so einem Grün gehalten und dunkel, sondern halt in einer schönen freundlichen Farbe. Finde ich auf jeden Fall super. Ich mag Lippenmasken. Es ist eine Hydrogel Mask für die Lippen. Bei der Nummer 7 handelt es sich um ein Türchen, was so eine länglichere Verpackung hat. Und ich merke gerade, es ist manchmal nicht ganz so leicht, die Türchen zu öffnen. Das kennen wir auch schon. Passt auf jeden Fall trotzdem hier in diesen Adventskalender mit dem Grün und dem Gold. Wir haben hier nämlich auch in diesem Design von diesem Adventskalender einen goldenen Kajalstift. Und ich mag die gerne. Es gab in den letzten Jahren auch Gold und es gab Silber auch. Und ich glaube, es gab auch einmal Weiß. Jedenfalls finde ich die richtig schön und passt halt auch toll zum ganzen Farbschema. Kann man übrigens auch benutzen, um das so ein bisschen großflächiger auch zum Beispiel in seinem Innenwinkel aufzugeben. Ich bin gespannt, ob dieses Jahr auch wieder eine Palette enthalten ist. Oh nein! Ich sehe die Form von der Nummer 8. Wir haben einen goldenen Spitzer hier für den Stift. Also wir haben die Pfeile nach den Nagelfolien. Wir haben den Spitzer direkt nach dem Kajalstift, was von der Reihenfolge her auf jeden Fall logisch ist und was auch sinnvoll ist, das zu machen, wenn man es schon reinpacken möchte. Ich bin kein Fan von Anspitzern im Adventskalender. Allerdings muss man natürlich dann immer schauen, in welchen Adventskalendern. In einem Maybelline-Adventskalender akzeptiere ich das auf jeden Fall gar nicht, während es in diesem Preissegment für mich noch okay ist. Aber ich finde einfach, Max & More hat so viele coole andere Produkte, dass man das eigentlich nicht bräuchte. Aber falls es der erste Adventskalender von jemandem ist und man vielleicht dann so einen Anspitzer noch nicht hat für seine Kajalstifte, kann es auch was Gutes sein. Muss jeder selbst entscheiden. Aber wir machen weiter. Wir haben ein Blush hier. Es ist dieses. Ich finde die Farbe sehr, sehr hübsch. Es gefällt mir sehr gut. Das ist so, es ist ein Nude-Ton, was so in dieses leichte Aprikostichige reingeht. Also ich glaube, ihr könnt es so ganz gut sehen, wenn ich euch das hinhalte. Und es hat halt auch so eine süße Prägung, genau wie der Lidschatten. Der hatte die auch? Nee, der Lidschatten hatte die nicht. Oh, das habe ich mir gerade wohl nur eingebildet. Ja, auf jeden Fall ist hier auch noch so eine schöne Prägung drin. Und die Farbe gefällt mir sehr gut. Und ich finde es auch schön, dass es nicht so dieses klassische Pink, das klassische Rosa ist, sondern eine andere Farbe. Und ich könnte mir vorstellen, falls ihr einen dunkleren Hautton habt, dass diese Art von Peachton auch was richtig Schönes sein könnte, so für so ausgleichende Geschichten im Gesicht, so pudermäßig, so ein bisschen so Highlighting-pudermäßig. Es ist nämlich ein mattes Blush. Und dann sind wir schon bei der Nummer 10 mit dem Kerzenleuchter drauf, so wie Lumière von Die Schöne und das Biest. Bei Taschenspiegeln muss ich einfach immer an Alina denken. Auch hier haben wir einen exklusiv für den Adventskalender. Und ich muss zum Beispiel sagen, dass ich die eigentlich auch ganz gut finde. Also die sind super schön klar von Max & More und so. Also hier haben wir den Spiegel. Ich brauche das jetzt nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass gerade eben auch, weil er günstiger ist, eben die Zielgruppe auch so ist, dass vielleicht die Zielgruppe auch jünger sein kann, aber nicht muss. Und sowas ist vielleicht auch für die Schule ganz cool oder für die Uni, wie auch immer. Für mich müsste das persönlich nicht sein, genau wie der Anspitzer. Und wir machen weiter mit der 11. Genau wie bei Essence haben wir auch hier diese Nail-Sticker bzw. Face-Sticker, weil natürlich der Adventskalender auch darauf ausgemacht ist, danach bestimmt ein tolles Silvester-Make-up zu schminken. Ich finde das immer richtig süß und cool. Ich weiß, manche Leute hassen das, manche Leute lieben das. Und ja, im Essence-Adventskalender gibt es sowas ja auch immer. Wir kommen zu Nummer 12.
Auch davon wurde im Märchen schon gesprochen. Wir haben eine Gesichtsmaske, die feuchtigkeitsspendend sein soll. Steht nicht dabei, müssen wir wohl einfach ausprobieren. Und auch hier ist halt nochmal der Adventskalender drauf abgebildet und ich finde es einfach richtig schön. Jelly Face Mask. Ach doch, steht vorne drauf mit Hyaluron und mit Avocado-Extrakt. Oh, das ist immer gut. Damit kommt meine Haut sehr gut zurecht. Dann geht es weiter mit der Nummer 13. Und da bin ich auch begeistert. Falls ihr das noch nicht habt, lohnt sich das auf jeden Fall total. Und zwar die Liquid Eyeshadows von Max & More. Oh, es blendet hier gerade, oder? Ja. Die Liquid Eyeshadows von Max & More. Das ist jetzt hier, hat es eine Farbe Go Glam. Das ist so ein Gold. Aber die haben so feinen Schimmer drin, dass es nicht einfach nur so ein metallischer Liquid Eyeshadow ist, sondern es ist einfach nur so ein richtiges Funkeln drin und das ist so hübsch. Ich mag die total gerne. Die gab es auch schon in anderen Farben, die gab es schon in Kupfer, die gab es schon in einem Rotton und jetzt eben halt in einem Gold. Nummer 14 sieht verdächtig auch wieder wie ein Anspitzer aus. Es ist aber... Es ist ein Make-up-Schwämmchen, was jetzt hier von der Sonne angestrahlt wird. Es ist ein kleiner Make-up-Sponge. Finde ich sehr cool, gerade wenn man sowas vielleicht auch noch nicht hat. Hat auch so eine Größe, dass man den auf jeden Fall gut im Unteraugenbereich anwenden kann, als auch im ganzen Gesicht. Und ja, lieber sowas als irgendein Base-Produkt drin. Die Nummer 15 ist wieder ein länglicheres Türchen mit einem Schlüssel drauf. Oh, schön! Oh, okay, ich war so, ja gut, den goldenen... Den hat man vielleicht auch schon mal, wenn man den Adventskalender von Action hatte, aber sie haben auch einen grünen reingetan, damit man wieder beide Farben hat, wie der Adventskalender quasi aussieht. Ich finde das so cool, so durchdacht und wie gesagt, man kann das eben halt auch als Lidschattenunterlage nehmen und ich hoffe so sehr, dass noch eine Lidschattenpalette drin ist. Die 16, da steht Love drauf. Mega, ein Lippenöl ist enthalten. Ich liebe ja Lippenöl. Ich trage heute zwar einen Gloss, das verhält sich aber eher wie ein Lippenöl und das finde ich total toll und es ist so ein Ton, der so ein bisschen in Terrakotta-Richtung geht, aber irgendwie auch nicht so richtig. Es ist nicht ganz so dunkel. Wohl wie so eine Wassermelone eigentlich eher. Nix Terrakotta hier. Wie so eine Wassermelone. Und ich glaube, das sieht doch auf jeden Fall gut zusammen aus. Habt ihr es richtig mit der Sonne jetzt hier? Jetzt sind wir bei der Nummer 17 angekommen, auf der ein Geschenk abgebildet ist. Und das ist ja immer so meine Glückszahl. Nein! In der 17 ist ein Scrunchie enthalten. Ja, das ist eigentlich ein Füllprodukt im Beauty-Adventskalender. Auf jeden Fall. Ich meine, so ein Spiegel und Anspitzer und so, das ist schon Beauty. Das ist nicht wirklich Beauty. Das ist schon ein Füllprodukt, so, ne? Aber ich liebe Scrunchies. Ich mache das jetzt in meine Haare. Ist ja nicht so, dass ich schon 5 Millionen habe. Also, falls ihr mich schon länger verfolgt, dann wisst ihr, ich habe vielleicht auch einfach ein kleines, großes Problem damit. Aber weiter geht's mit der Nummer 18. Die Türchen können sich wirklich einfacher öffnen lassen. Also es macht nicht so viel Spaß tatsächlich. Ich finde es ein bisschen anstrengend. Es ist ein Eye Primer enthalten, was sehr cool ist. Denn wir haben ja wie gesagt schon so ein paar Augenprodukte hier mit den Stiften. Und das wäre natürlich eine schöne Vorbereitung dann auch für eine Lidschattenpalette, die enthalten ist. Die letzten Male waren so Rot, Kupfer, Goldtöne enthalten. Ich bin gespannt, ob wir dieses Mal dann auch was haben, wo ein bisschen Grün drin wäre. Das fände ich auf jeden Fall sehr cool. Und ein Eye Primer, ja perfekt. So ein Basic-Produkt, was man einfach gut gebrauchen kann. In der Nummer 19 ist auf jeden Fall auch wieder etwas enthalten, was Leute vielleicht nicht so cool finden, vielleicht doch. Und zwar Nagelsticker. Diesen super süßen Weihnachtsdesigns hier mit Mistelzweig und so weiter und so fort. Beim letzten Mal war, glaube ich, auch ein Augenbrauengel oder sowas enthalten. Ja, und jetzt haben wir ein Brow Styling Wax. Also so ein, wisst ihr, so ein klares, so eine Augenbrauenseife, aber als Wachs scheinbar, was man dann selber mit so einem Spoolie einkämmt für diese Feathered Brows. Finde ich sehr cool, weil ich jetzt sowas auch ja noch von Action nicht habe. Deswegen werde ich das auf jeden Fall sehr, sehr gerne benutzen. Bin glücklich. In der 21 haben wir etwas, was wir so auch schon kennen, und zwar ein wiederverwendbares Wattepad. Das war, wie gesagt, in den letzten Jahren war das, glaube ich, dann blau, wenn mich nicht alles täuscht. Müsste ich dann bestimmt auch noch irgendwo haben. Ich benutze die nämlich total gerne. Ich habe richtig viele davon, weil ich die, ja, eigentlich nur benutze. Finde ich richtig gut.
Und wir haben wieder einen Cream Highlighter enthalten in der Nummer 22. Finde ich auch super. Die sind wirklich unfassbar gut pigmentiert. Man kann die toll mit den Fingern auftragen und mit so einem kleinen, mit so einer kleinen Packung hier kommt man extrem weit. Das hier ist die Farbe auf meiner Haut. Also ihr seht, das ist für mich definitiv kein Highlighter. Das ist so, seht ihr das ganz gut. Das ist für mich halt ein, ja, weiterer Creme-Lidschatten, würde ich sagen. Die Farbe geht auch wieder so ins Pfirsichfarbene. Also es ist kein richtiges Kupfer oder so. Es ist schon so pfirsichfarben, aber definitiv zu stark pigmentiert für mich. Auch wenn ich das so ausblende, meine Hand ist auf jeden Fall jetzt so verfärbt, könnt ihr vielleicht gut sehen. Aber so ab Light to Medium Skin Tone könnte das, glaube ich, sehr, sehr schön aussehen. Auf jeden Fall kann ich es auch als Blush-Topper benutzen, also alles gut. In der 23 haben wir einen Lidschattenpinsel, was sehr, sehr cool ist, weil wir, wie gesagt, auch schon den Einzellidschatten haben, den man auch mit dem Finger auftragen könnte. Aber ich erwarte jetzt wirklich noch eine Lidschattenpalette. Mir gefällt der Inhalt sehr gut, vor allem auch für den Preis. Es ist gut durchgemixt. Manche Sachen hätten vielleicht nicht sein müssen, wie der Anspitzer und das Scrunchie in einem Beauty-Adventskalender, finde ich persönlich. Der Rest ergibt auf jeden Fall Sinn, auch geschlossen mit den anderen Produkten zusammen. Das ist jetzt hier so ein ganz normaler Shader Brush. Und ja, wir haben die Lidschattenpalette. Und sie ist so schön. Wir haben sie hier. Und ihr seht schon, wir haben auf jeden Fall etwas, was in diese Grünrichtung geht. Es ist mehr so ins Petrolfarbener, als richtig grün zu sein. Aber der Kalender ist auch nicht richtig grün. Also es ist auch so ein grün-blau. Mit schönen weiteren, ja, natürlichen Tönen, mit denen das Ganze ergänzt ist und selbstverständlich auch mit einem Gold, passend zu diesem Kalender. Sehr schön, wir haben hier wieder 6 Farben und ich freue mich drauf. Das war jetzt der Maximum Adventskalender. Ich hoffe, das Unboxing war hilfreich für euch und konnte euch helfen, euch dafür zu entscheiden, euch vielleicht dagegen zu entscheiden. Ich muss hier sitzen, weil die Sonne strahlt mich sonst hier an und ich habe so ein Gitter auf meinem Gesicht. Ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Schreibt mir sehr gerne eure Meinung dazu. Ich finde ihn gut. Ich finde ihn wirklich gut. Auch so im Vergleich zum Beispiel mit Essence und so, mit den Preisen und so. Also für mich auf jeden Fall Daumen hoch. Dann habt noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss.